So Leute, ihr wisst ja, neuer Tag, neuer Shop. Wir haben jetzt noch 30 Sekunden Zeit, beziehungsweise 20. Ihr seid also mal live dabei, wenn der Shop gerade umspringt. Erstens will ich aber noch sagen, erstmal Dank an alle, die auch bei Rettet die Welt am Start sind. Und für alle die, die auf Battle Royale warten, es wird auch wieder Battle Royale geben. Also macht euch mal da keine Gedanken. Jetzt warten wir erstmal, bis der Shop umspringt. Und zwar genau jetzt. Und was kriegen wir? Was kriegen wir? Oha. Oha. Eine neue Lackierung sehe ich da schon. Ist der hier komplett neu? Wie sieht der denn aus? Ne, der ist nicht komplett neu. Den habe ich aber in Season 10 nicht mitgekriegt. Habe ich da etwa kein Shop-Video gemacht? Aber der ist definitiv ein sehr nicer Boy. Zwar ein bisschen. Ja, ich sag mal ein bisschen angehaucht, aber sieht definitiv nicht schlecht aus. Und die Spitzhacke, die sieht mal mega nice aus. Doch, die ist nice. Die Spitzhacke ist definitiv nice. Skin, ja, da sah ich wieder reine Geschmackssache. Irgendwie sieht der Körperbau ganz, ganz, ganz seltsam aus. Also der Körperbau, ganz komisch. So, dann geht's los. Wir haben einmal Raptor. Den Skin feiere ich irgendwie. Irgendwie hat der Skin es mir angetan. Aber wir haben natürlich nicht nur die Variante, sondern auch die. Und die feiere ich wirklich. Ich finde die Variante echt so geil. Da bin ich halt echt im Überlegen, ob ich mir den kaufen soll oder nicht. Aber ich denke mir echt, dass ich noch spare. Weil ich habe ja gesagt, bis zum nächsten Battle Pass müssen wir jetzt mal abwarten, was da genau passiert ist. Man hört ja die wildesten Gerüchte von wegen Jahres-Battle Pass und hat man nicht gesehen. Deshalb da ein bisschen Geduld haben. So, dasselbe natürlich in der weiblichen Variante, allerdings da nur die normale Version. Also bei der männlichen habt ihr halt diese zwei Stile, einmal in Rot, einmal in Gelb. Und bei der Frau halt wie gesagt nur die normale Variante. Hier mit dem passenden Rückenaccessoire. Und kurze Erinnerung, ihr wisst es ja, wenn ihr euch was kauft, gerne meinen Creator-Code benutzen, yt-familyhack. Auch da danke an jeden, der da supportet. Gruß geht da definitiv raus. So, dann machen wir hier mal direkt weiter. Denn da gibt es noch den passenden Gleiter. Der Sturmbomber. Der ist natürlich auch nice. Habe ich aber selber jetzt so im Spiel nicht so mitbekommen, dass den mal einer spielt. Aber definitiv nice. Dann der Partylöwe. Der dürfte aber jedem bekannt sein. Der ist halt echt nice. Selbst den kenne ich noch von damals. Ich sage, ich kann nicht genau sagen, wann ich angefangen habe, Fortnite zu gucken und selbst zu spielen. Ist irgendwie ganz schwer zu sagen. Ich habe auch geguckt, ob wir hinkriegen, den alten Account von mir mit dem zusammenzuführen. Derzeit eigentlich nicht möglich. Ich habe mich mit Epic in Verbindung gesetzt. Aber da kam halt noch keine Antwort. Müssen wir halt einfach mal abwarten. So, dann haben wir hier wieder unsere kleine Vikings-Lady, würde ich jetzt mal sagen. Also wenn ihr mal eine gute Serie gucken wollt, auf jeden Fall Vikings zu empfehlen. Sieht auch nicht schlecht aus. Aber ja, wenn, dann würde ich ihn halt richtig so spielen. Oder so. Warte mal. Man sieht ihn ja immer von hinten. Ne, dann würde ich ihn doch lieber so spielen. So, dazu natürlich das Schild ist richtig nice. Also das Schild gefällt mir richtig gut. Das ist wiederum so ein bisschen mehr in die Richtung Game of Thrones. Alles beides Top-Serien. Hier sehen wir wieder die große Axt, vor allem die böse Axt und die Tarnung. Die Tarnung ist natürlich wieder Baba. Die ist wirklich nice. Also ihr wisst ja, ich bin ja immer ehrlich, was Tarnungen betrifft, aber die ist definitiv zu gebrauchen. So, kurz mal die Modelle durchgehen. Ja, da sieht sie natürlich richtig geil aus. Die Variante, ja, kann man gebrauchen. Oder wie andere gerne sagen, kann man mitarbeiten. So, und dann haben wir Knight Rider wieder mit drin. Natürlich auch mit passendem Rückenaccessoire, aber das Rückenaccessoire würde ich mal getrost weglassen. Ich würde den halt wirklich einfach so spielen, ohne Rückenaccessoire, weil das Rückenaccessoire weiß ich nicht. Da passt es diesmal wirklich nicht. So, und dann haben wir die Beast-Schützin wieder dabei. Schön dünn, schön schlank, man sieht genug noch vom Spiel. Also eigentlich zum Spielen Top-Skin, würde ich jetzt sagen. Dann neue Tarnung, Farbenwucht. Ja, was soll man dazu sagen? Farbenwucht.
Also unter Farbenwucht stelle ich mir eigentlich was Buntes vor. Nicht sowas. Naja, ihr wisst ja, Geschmäcker sind verschieden. Ist halt eher für die Mädels von unter uns. So, dann haben wir das Huhn. Ah ja. Der Gacken ist wie ein Huhn, aber das Latschen ist wie ein Dulli. So, dann haben wir Fackelwirbel. Das ist natürlich nice. Fackelwirbel ist echt nice. Doch, das ist, damit fällt man schon auf. So, und ja, was will man damit? Ein Wassereis. Ja. Ja. So, das war schon wieder mit dem normalen Shop. Ihr wisst ja, vergesst nicht, Creator-Code eintragen, wenn ihr ihn noch nicht habt. Gerne eintragen. Wir gehen noch jetzt direkt rüber in Rette die Welt. Ich weiß, derzeit mein Lieblingsmodus. Aber keine Panik, wie schon eben gesagt, Battle Royale wird auch kommen. Am Donnerstag kommen die neuen Missionen. Da bin ich mal gespannt, was da passiert. Und wenn der Battle Pass natürlich wieder neu startet, da sieht die Welt schon wieder ganz anders aus. Aber derzeit gibt es eigentlich nicht viel zu machen im Battle Royale. Aus dem Grund nutze ich die Chance, Spiel rettet die Welt, so dass ich da noch mehr V-Bucks rausholen kann, wie ihr jetzt seht. Und nochmal 300 V-Bucks. Also wie gesagt, rettet die Welt lohnt sich auf jeden Fall. Das sind halt wieder 3 Euro, wenn du so willst. Das Spiel hat 20 Euro gekostet. In einer Woche bekomme ich schon wieder 150 V-Bucks. Also jede Woche gibt es V-Bucks. So, dann gucken wir direkt mal weiter. Mal gucken, was hier der Shop sagt. Da da dam, Fernkampflama. Naja, ich sag direkt, Finger weglassen. Hier, ja, hier, eieiei. Hier würde, glaube ich, Schleuderaffe sagen, kann man zuschlagen, muss man nicht, aber empfiehlt sich. Aber ihr wisst ja, ich bin geizig, ich lasse die Finger da weg. So, dann gucken wir direkt mal hier rein. Hier hat sich noch nichts getan, hier wird sich morgen jetzt alles ändern. Und ihr seht ja, ich habe im Prinzip den ganzen Shop leer gekauft, weil ich einfach inzwischen alle Materialien brauche. So, und damit habt ihr auch den Shop dann gesehen. Was, blablabla, ganz kurz, wegen V-Bucks-Aufgaben. Ich werde natürlich nichts verpassen. V-Bucks-Missionen, habe ich mich doch vergessen zu gucken, da wir natürlich live in den Shop rübergegangen sind. Es gibt wieder keine V-Bucks-Missionen. Also da will Epic uns derzeit echt ein bisschen veräppeln. Aber mal gucken, wann sie aus dem Urlaub wieder da sind. Dann wird es auch damit weitergehen. Und in dem Sinne würde ich sagen, euch noch einen schönen Tag, viel Spaß in der Schule, Arbeit etc. Livestream kann ich nicht genau versprechen, ob morgen nachher einer kommt, also morgens. Kann auch sein, dass wir erst gegen Mittag, Nachmittag da sind. Und dann schauen wir einfach mal, was wir dann machen. Und in dem Sinne würde ich sagen, war's das jetzt und haut rein.